Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie man diese schöne Mütze stricken kann. Sie ist aus Sockenwolle gefertigt, vierfach gedreht. Ich benötige dafür eine Rundstricknadel Nummer 4,5 und eine Rundstricknadel Nummer 6. Ich nehme drei Fäden gleichzeitig. Ich schlage nun mit der kleinen Rundstricknadel insgesamt 80 Maschen locker an und arbeite weiter in Runden im Bündchenmuster, zwei Maschen rechts und zwei Maschen links, so lange bis das Bündchen 5 cm beträgt. Dann wird jede Masche verdoppelt. Ich steche vorne in die Masche ein, lasse sie aber links auf der Nadel und gehe noch einmal hinten hinein, hole den Faden durch und erst dann hebe ich links den Faden von der Nadel. Vorne einstechen, den Faden holen, den auf der Nadel lassen, noch einmal hinten einstechen, den Faden holen und erst dann den Faden von der Nadel nehmen. Diese Verdopplung hat den Vorteil, dass keine unschönen Löcher entstehen. Nun haben wir insgesamt 160 Maschen auf der Nadel und nun können wir auf die stärkere Nadel übergehen. Und zwar arbeiten wir in linken Maschen. Insgesamt 4 Reihen. Danach folgen 4 Reihen in rechten Maschen und 4 Reihen in linken Maschen. Das machen wir so oft, bis insgesamt 4 Balken von jeweils recht gestrickten Maschen und links gestrickten Maschen fertig sind. Dann nehme ich mir einen andersfarbigen Faden und gebe ihn unterhalb der letzten gestrickten Masche hinein, so dass ich immer sehe, wann die Runde zu Ende ist. Ab jetzt wird nämlich abgenommen. Wir stricken nur noch linke Maschen. Wir stricken 8 Maschen und stricken dann die nächsten 2 zusammen. Fortlaufend wiederholen, bis die Reihe zu Ende ist. Danach stricken wir eine Reihe links darüber ohne Abnahme. Dann folgt eine weitere Abnahme. Wir stricken 7 Maschen und stricken 2 zusammen. Fortlaufend wiederholen, bis die Reihe zu Ende ist. Und immer weiter so arbeiten. Bei jeder Abnahmerunde verringert sich die Maschenanzahl. Wir stricken 6 Maschen und nehmen 2 zusammen. Und in der übernächsten Runde, also wieder bei der Abnahmerunde, stricken wir 5 Maschen und dann 2 zusammen. Fortlaufend wiederholen. Und nicht vergessen, nach jeder Abnahmerunde eine Reihe links darüber ohne Abnahme. Da sich die Maschenanzahl immer mehr verringert, wird die Rundstricknadel irgendwann zu groß und wir müssen auf ein Nadelspiel ausweichen. Aber auch damit kann man wie gewohnt weiterarbeiten, so lange bis wir nur noch 4 Maschen auf jeder Nadel haben. Dann stricken wir immer 2 zusammen, sodass nur noch 2 auf der Nadel sind. Den Faden können wir dann abschneiden, durch ein Nadelöhr ziehen und somit alle Maschen mit dem Faden verbinden, fest zuziehen und den Faden sauber vernähen. Und damit ist unsere Mütze fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Jule.